Bitte. Hallo Schrömer, schön dich begrüßen zu dürfen. Kein Problem, gerne. Hallo mein Rucksack, schön dich begrüßen zu dürfen. Hallo Schröbers Minibike, schön dich begrüßen zu dürfen. Wo ist eigentlich meins? Kann ich dir nicht sagen. Es ist leider Folgendes passiert. Ich sag's direkt, es war blöd und es war meine Schuld. Und ach echt? Das hatten wir vorher noch nicht erklärt. Ja, es ist mit Sicherheit meine Schuld. Ich bin hier angekommen, hatte einen Brandpfeil in der Hand und wollte einen Zombie töten. Schoss also über das Bike hinaus. Was eine dumme Idee ist, über das Bike hinaus zu schießen. Denn es fing sofort an zu brennen. Dann bin ich aus Panik aufgestiegen. Und man kann von einem brennenden Bike nicht mehr absteigen. Dann kamen Zombies und haben mich getötet. Ich habe probiert, nochmal schnell auszulocken. Was aber aus lauter Panik und Fehlermeldungen übrigens nicht funktionierte. Ja, haufenweise Fehlermeldungen. Ganz also, fies auch bei mir. Was jetzt allerdings darin quasi endete, dass ich jetzt kein Bike mehr habe. Und der ganze Stuff, der drin war, ist auch weg, ne? Nee, der lag hier witzigerweise alles komplett rum. Habe ich schnell eingesammelt jetzt, Ich habe noch Platz jetzt, wenn du irgendwas loswerden willst, ansonsten ins Bike, ne? Also du kannst gleich nochmal meinen Rucksack hier in meinen reinfassen. Wenn mein R-Drücken, sagst du, ja? Er dürfte ja jetzt gleich alles raussprudeln, ne? Raussprudeln? Nee. Ach nee, ja, guck mal rein da. Ich guck mal, ob ich irgendwas stecken kann bei dir. Nehme ich alles mit. Ah, komm ich gar nicht ran, siehst du, guck mal. Wie? Selbst mir irgendwie bei King nicht. Oh Mann, ey, das ist so bitter jetzt. Enter Passwort, Mario. Gut, ich meine, wir bräuchten eine Batterie, ne? Ja, der Passwort. Mario, oder? Ja, Mario, genau. Das ist korrekt. Nee, alle klein geschrieben. Alle klein. Okay. Schröder, was mach ich jetzt? Au, was für ein. Ich fahr mit deinem Bike. Hallo? Nein, natürlich nicht. Hallo und Spaß. Hallo? Ganz dünnes super Eis. Super Kacke, ey. Super Kacke. Richtig super Kacke. Wir sind jetzt ja auch nicht gerade so, dass wir mal sagen, wir laufen jetzt mal kurz nach Hause. Darf ich mal kurz demonstrieren? Was? Wo wir überhaupt sind. Ey, oh, guck grade, wie weit das ist? Alter, das ist richtig weit. Da laufe ich 3 Jahre. Ja. Ah, gut. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kommt denn der eigentlich so schnell wieder hierher? Ja. Um sicher zu gehen, also ich war einfach so in Panik, habe mich hierher geportet. Ich sage jetzt einfach. Ist auch aus meiner Sicht legitim. Ich meine, du bist durch Fehler auch gestorben, ne? Ich wollte nur sehen, ist das Bike noch da oder nicht? Und naja, jetzt haben wir uns entschieden, einfach die Aufnahme anzumachen. Gut. So. Ohne Bike. Was machen wir jetzt? Also folgendermaßen wäre der Plan. Ja. Du probierst irgendwie nach Hause zu kommen und den Stuff soweit loszuwerden vielleicht. Ja. Ich mach die Stadt leer. Für das Bike mitbringen dann, also für ein neues Bike. Genau. Eisen und Leder und so was, Alter. So was wir jetzt hier gerade nicht haben, genau. Mhm, okay. Gucken, ob wir vielleicht noch einen Motor haben. Mhm. Und ich mach's mir hier gemütlich kurz. Alles klar, brauchst du noch irgendwas? First Aid Kits hast du am Start. First Aid Kits, Essen trinken. Antibiotika. Haben wir eigentlich da noch, hast du da noch? Tee habe ich auch nicht mehr. Nee, Tee habe ich nicht. Ein bisschen Wasser. Nee. Ja, ich habe nur 3 Wasser, aber ich habe 13 Bier. 5 Tee. 5 Tee? Liegen auf dem Boden. Oh, 5 Tee für die Männer vom Sägewerk. Ja. Genau. Munition, irgendwas? Nee. Also gut, fahr mal los, dann kommst du nicht in eine Horde drin oder sowas. Ich mach mir mal hier kleinen. Da mach ich mir keine Hoffnung, das wird schon werden. Mann. Oh, ah ja, muss mich ja auch treffen, sag ich jetzt mal. Querfit ein, fährt er wirklich. Tschüss, Schröbi. Wir sehen uns. Ja. Und du fällst erstmal einen Baum, oder was? Ich hab einen Baum gefällt, natürlich. Ah, sehr gut. Oh, Holz. Mensch, du denkst ja richtig mit. Wird mit dir. Ja, wird. Wenn du wiederkommst, ist die Stadt umzäunt. Mhm, ist klar. Ist doch klar. Mhm. Er könnte sich jetzt zu dir eine Wanderhorde auf den Weg machen. Ich bin gerade an 10 Zombies vorbei, die alle in deine Richtung sind. Das ist jetzt nicht weiter schlimm? Nee, muss ich auch sagen. Die Stadt ist riesig, Alter. Ja. Mit ein bisschen Glück finde ich jetzt sogar noch eine Batterie, weil die war ja auch nochmal ein Problem, war erleichtert. Ja, wir haben
Eine 40 haben wir zu Hause. Ich glaube nicht, dass wir die gescrapped haben. Das würde mich wundern. Ja, dann nehmen wir die erstmal mit. Ansonsten organisiert ihr irgendwo eine. Wird schon irgendwo eine finden. Bei meinem Glück, aktuell. Mehr ausnutzen. So, Querfeldein haben wir gesagt. Ist aber schwierig mit Querfeldein hier. Dann noch die Judenteile weg bei dir. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ja. Das ist echt scheiße. Ja. Ah. Naja, irgendwann ist er immer. Das war. Muss ja auch spannend bleiben, ne? Ich hab mich schon so die ganze Zeit gefragt, Mensch, wie halten wir hier die Spannung? Ja. Das ist natürlich gespart, ja. Danke, Jack. Ja, kein Problem, ja. Jetzt ist die Spannung wieder da. Ja gut, aber ne? Minibike bauen ist ja wie Fahrradfahren, ne? Hast ja, verlernst du nicht. Wird nur besser. Genau. Richtig. Apropos besser, wenn ich jetzt bei mir jetzt einfach einen neuen Rahmen hinstelle, müsste ich einfach nur alle Teile abbauen und dann wieder neue ran und dann müsste das, dann würde das gehen, ja. Besser sein, okay. Ja. Gut. Ob ich das selber hinkriege ohne meinen Mechaniker, ist auch erstmal noch eine andere Geschichte. Ja. So, ich fahre jetzt ungefähr seit anderthalb Stunden querfeld ein und bin noch nicht zu Hause. Seit anderthalb Stunden aus 26. Nur, ich glaube, ich habe gleich ein Riesenproblem. Nee, hast du nicht. Ich brauche ein bisschen Holz noch. Und hab die Stadt voller Zombies. Baumfeld-Zombie. Ja, und 300 Meter Schuss des Todes. Geil, ich hab schon wieder ein Zombie gefällt quasi. Super. So. Zählt das eigentlich? Das ist eine gute Frage, das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Ja, dann. Das war gleich normal. Mal nicht jetzt. Nee, ich mach es später. Nicht, dass du wieder stirbst, dann treffen wir uns wieder eher, bis du wieder früher zu Hause halt egal. Ich muss jetzt, ja, ich hab 20 Minuten, um die Stadt kurz zu klären, oder? Okay, ich bin ruhig. Na komm. Ach ja. Komplett fahren. Ich töte Zombies und ich fahre hier sinnlos durch die Kante. Das ist auch was. Ich töte viele Zombies. Ich sag mal so, die rennen in 5 Minuten, ne? Ja, ja. Also kurzen Abstand. Kurz Abstand gewinnen. Na, dann kommt mal her. Die zu Hause brauchen ist noch eine Garage. Achso, du bist gerade bestimmt beschäftigt und hast jetzt gerade kein Ohr für meine Pferde. Boah, der Gileck. Alter, ist das weit. Nachladen. Tut mir leid, Longs. Ich muss leicht unter Konzentrationszwang. Oh, das war klar. Bist du eigentlich schon zu Hause? Nein? Ich häng jetzt gerade in einem Stein fest. Mach mal Licht an. Ui, ist das hell. Undetected. Hunted. Was ist los? So. Weg. Querfeld einfahren ist auch schwierig. Die Wasserlöcher siehst du ganz spät. Vor allem jetzt auch im Dunkeln. Na gut, du hast eine schöne Lampe am Start. Die Lampe ist gut, ja. Aber Wasserloch ist halt ein Wasserloch. Das ist halt gut. Ne, du weißt ja, einmal Wasser im Vergaser mussten komplett auseinanderbauen. Ja, ja, wieder ausspülen. Oh Mann, ey. Dann wieder einstellen, weil du ja wieder alles verstellt hast. Furchtbar. Ne? Oh nein! Oh. Muss ja nicht sein. Was willst du mit dir, Zombie? Die haben auch alles Speed hier nochmal. Rennen die dann so schnell? Alter, sag mal. Ey, wir wohnen echt am Arsch der Welt, ne? Ja, wir hätten zwischen uns ziehen müssen. Zwischendurch. Ja, zwischendurch, genau. Jetzt gerade, wo die Hütte fertig ist. Nee, wir bewegen uns jetzt erstmal nur noch in Kreisen um unser Haus. Das ist Hausbuch. Gar nicht so schlecht, ja. Die Idee ist nicht. Ja. Also wir waren jetzt im Süden, dann fahren wir jetzt halt beim nächsten Mal irgendwie in den Norden. So. Dann wird da auch ein Schuh draus. Ohne Scheiß. Was denn? Die Stadt ist leer. Oh Mann, ey. Krasser Typ. Das hat jetzt auch ein bisschen Nerven gekostet, muss ich sagen. Jetzt kann nur noch irgendwie
Jetzt von den neuen Kriechern. Jetzt, ich hatte gerade, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich hatte gerade einen Kriecher und der erinnert mich an die neuen Kriecher, die ja sich so richtig geil vorziehen. So, das sieht richtig cool aus. Wenn du denen ins Knie schießen kannst, und so würde ich schon zur Seite sacken, aber da wird natürlich dann, du triffst den ins Knie und denkst, okay, du schießt gleich weiter. Nee, denn es steht ja auf einmal drei Meter neben dir. Also nur noch draufhalten? Ja, ja, nur noch draufhalten ist auch schwierig. Nur noch draufhalten ist halt nicht, ne? Oh, der kam jetzt spät auf die Idee, dass ich da war. Bist du tot, oder? Wo bist du jetzt hin? Komm mal wieder her. Oh, ich bin gerade über einen Zombie drüber erfahren. Tut mir leid. Achte darauf, dass deine Karre nicht in den Arsch geht. Nee. Die grüne Axt. Oh. Quatsch. Ein Hirsch. Achso. Ich hab gerade einen Hirsch im Affen. Ein Hirschefeld? Ein Hirschefeld. Ich glaube, ich muss mich schrotflinten durch die Nacht bewegen jetzt. So, super. Ach, ich bin im Schnee, siehst du? Gleich nochmal bei der Höhle nochmal längs schneiden. Nee, mach ich nicht. Wie sieht's aus? So, komm, Bergzicke, tu deinen Job. Tu das, wofür ich dich gebaut habe. Ich hab dich ja nicht gebaut. Das erklärt einiges. Du hast dir das Herz eingesetzt, möchte ich sagen. Bestimmt. Du hast sie zum Leben erweckt. Du bist Dr. Frankenstein. Ja, na klar, einer muss es ja sein, ne? Hä? Oh, na gut, zu wissen, wer der Schuldige ist, hat ja doch Struktur. Halt immer wieder. Was ist denn kommt ein neuer Teil übrigens von Frankenstein. Frankenstein? Echt jetzt? Ja, ja, genau. Okay. Wer spielt es denn diesmal? Ich kenne ihn sogar. Weiß jetzt aber nicht. Okay. Also war nicht wichtig. Nee, ich weiß nur, dass Igor gespielt wird vom Harry Potter Darsteller. Oh Gott. Na, das ist ja mal kometenhafter Aufstieg, ne? Jetzt sei mal jetzt nicht so böse. Der ist schon ja nicht so schlecht mittlerweile. Wie hieß der denn? Mist. Daniel Radcliffe. Radcliffe, genau. Der spielt auch in einem neuen Film, der heißt Horns. Und den würde ich mir gerne mal angucken. Mhm. Den Plot jetzt alle zu erklären, ist relativ schwierig. Kompliziert für so blöde Menschen wie mich? Oder? Nee, ich bin ja auch in der Nacht und schneien hier und da nochmal Zombies in meine Gegend. Die höre ich nur durchs Hören, ey. Meine Güte. Was ist denn los? Hast du die Karre jetzt endlich kaputt gekriegt, oder was willst du mir jetzt sagen? Nee, noch nicht. Nee, die Karre ist noch alles gut. Mein Problem ist, dass ich noch nicht zu Hause bin. Immer noch nicht, oder was? Es ist 5 Uhr 30, ne? Das ist ja fast. Du fährst ja die Nacht durch, ey. Oh, ich hab einen Motor. Ja! Wenn wir jetzt keinen haben, hätte gehen. Das ist doch schon mal gut. Na super. Halbe Miete. So, die Rohre bringt ihr mit. Wenn ich irgendwann zu Hause bin. Und dann gucken wir mal. Ob ich noch alles auftreiben kann. Aber eigentlich haben wir ja eigentlich zu Hause noch alles, ne? Ach du Schande. Na gut, weiß ich nicht genau. Der Motor, ist es eine Lampe? Bräuchte noch? Ich glaube, eine Lampe könnten wir haben. Genug Rohre. Da ist sie. Mein Schätzchen. Der Sprit ist alle. Dein Schätzchen? In der Nacht. Was ist dein Schätzchen? Unsere Hütte. Dein Schätzchen? Ja. Das ist auch gut zu wissen. So, hier kurz. Oh, oh. Weißt du was, ich baue uns hier so einen kleinen Zwischenlager. Sehr gute Idee. Nischt auf den Kopf? Wieso hat nischt auf den Kopf? Ah, ist der kaputt gegangen oder was? Der Meininghelm? Ja, wird kaputt gegangen sein, ja. Ihr könnt da irgendwas in der Richtung Meininghelm, meiner Meinung nach, ja. Meinung nach. Okay. Doch anders. So, sind die Zombies jetzt hier geklärt? So. Ganz kurz. Das Licht musst du ausmachen. Beim Moped. Ach ja? Wenn du absteigst. Weil? Weil weiter brennt. Ach so. Und dann die Batterien dadurch leer geht, oder? Eventuell. Eventuell, ach so. Hätte ich jetzt gesagt. Von dir das Halbwissen. Ganz aggressives Halbwissen. Kennst mich. Dr. Halbwissen. Dr. Halbwissen. Oh ja. So, wir stehen drei Benzinfässer auf dem Haus. Na gut. Frag nicht warum. Die neuen Hedges. Ja, gut, die Türen.
Die Hedges, aber die Türen auf jeden Fall. Also so richtig so eine Bunkertür. Mhm. Super krass. Freue mich richtig drauf. Das wird richtig geil. Ah, Leute. Seid mir nicht sauer, aber das muss ich jetzt noch 2-3 Mal sagen, dass das richtig geil wird. So, was haben wir denn hier alles noch für einen Müll? Oh, jetzt wollte ich mich hier in das Haus einbauen und jetzt ist es hinten offen, ey. Ah, irgendwas ist ja immer. Schwie. Ja. Yeah. Dann kann ich mir wenigstens auf Dach bauen. Hüpf! Nimm denn hier 10 Splinte mit? Was ist das für ein Vogel? Na, Schröri? Ja. Ja. Was denn? Was ja, mach's jetzt. Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Schau mal. Kann ich dir nicht sagen, so. Ducktail brauchen wir, ne? Rohre brauchen wir. Wir brauchen Ducktails. Kriegt nicht irgendwie. Man wird doch wohl möglich sein, irgendwie aus primitiven Mitteln eine Fackel herzustellen. Nö. Dass du immer Tello brauchst und so ein bisschen Quatsch. Kohle. Ich kann doch auf ein Stück Stoff pinkeln. Oder mit Alkohol einreiben und dann funktioniert das auch. So, verstehst du? Das ist wohl. Mit dem Pinkeln ist natürlich jetzt Quatsch. So, wir haben noch eine Batterie Gott. Hier. Eine 40. Eine 40 Batterie. Handlebars, aber das sind nicht die Handlebars, sondern sind andere. Das sieht schlecht aus mit den restlichen Teilen. Für das Moped. Nee, ich hab einen Motor erfunden, ne? Hab ich dir das erzählt? Ja, ja. Aber keine Headlight. Headlight ist nicht weiter wichtig, um das Ding in den Ganzen zu kriegen. Okay. Wichtig ist Eisen, Stoff, Rohre. Genau, ja. Wie heißt das? Minibike. Seat. Da legt ihr mal einen her. Genau, so eine Sache, genau. Minibike-Chassis baust du denn vor Ort, ne? Ja. Gut, dann hau ich mir mal. Minibike-Handlebars. Braucht man ein Scrap-Cable. Und ein Headlight für die Handlebar. Scrap-Cable ist es. Und Headlight. Hören wir nochmal zu. Das gehört dazu. Zum Rezept für die Handlebar. Okay. Gut. Scheiße. Tja, musst du unterwegs nochmal looten, ne? Hilft nichts. Jetzt nach Hause laufen, ist ein bisschen schwierig, oder? Gebe ich dir recht. Da brauche ich ja mehrere Tage. Mhm. So. Ganz kurz organisieren. Dings. Repair Kits wird doch echt dünn, ne? Also das, so übermäßig mit dem Bike jetzt irgendwie umherpreschen ist jetzt auch nicht unbedingt. Ja, schon wieder, ja, hast recht. Ja, noch 5 Repair Kits, das ist echt nicht doll. Jetzt geht das schon wieder nicht aus hier, krieg ich kleine Meise. So. Die kleine Meise. Ja, unter Umständen, tja, weiß ich nicht, finde ich ja nochmal was. Das kann ja nochmal passieren. So ein Scrap Cable findest du ja doch an mehreren Stellen. Ja, ich weiß aber nicht wo. Also ich jetzt nicht. Ich jetzt aus dem Kopf auch nicht, aber. Muss irgendwas Industrielles sein. Mhm. Sag ich jetzt mal salopp. Oh, haben wir noch was zu essen hier? Ist da was zu essen da? Och, ein Bär hast du. Na, den nehmen wir doch mal mit. Tja, läuft. Vielleicht der jetzt drin. Oh Gott. Ja. Wood Frames. Zwei Zombies hier an der Base, keine Gefahr. Ach, die gefällt mir die Base. Doch, ich bleib hier, okay? Ja, klar, lass mich ruhig und ja, dann haben wir aber in Folge, weiß ich nicht, 44 Krieg. Okay, nee, das möchte ich nicht. Na doch, das möchtest du, komm. Nee, das möchte ich du nicht. Du feige Sau. Ja, da bin ich eine feige Sau. Spiel lieber mit dir zusammen.
auch gegen dich. Spielst du mich immer unfair? Nein, du bist einfach der bessere Spieler von uns. So sieht es aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und einer muss es doch mal sagen. Nein, das ist doch nicht wahr. Ich würde natürlich unfair spielen. Brauchst du noch irgendwas von zu Hause, bevor ich jetzt hier abhaue? Nö, keine Ahnung. Was zu essen? Ein Bärenstuh oder so. Bring mal einen Kochtopf mit. Was denn jetzt? Weiß ich nicht. Weiß da auch nicht, Schreiber. Ich weiß nicht. Komm hier einfach hier. Zwei Bärenstuh mal rein. Ach siehst du, kann ich gleich noch den Rest noch holen. Aus dem Bett. Keine Chance, hier auszuladen. Jetzt hier essen. Achso, gut. Das Gunpowder kann jetzt nur noch drin bleiben. So, 55 Iron Ingots jetzt dabei, das ist ja auch blöd. Warum? Ja, wofür? Wieso nicht? 55 Iron Ingots? Keine Ahnung. Weißt du, wie lange ich dafür schippen musste? Ja. Wenn du hier zu Hause in der Base gesessen hast und La Paloma gepfiffen hast? Gedallert! Die ganze Zeit nur. Erzähl nicht so einen Scheiß drüber. So. Du willst die Leute loben. Wir brauchen Scrap Cable und Headlight, haben wir gesagt, ne? Korrekt. Dann komme ich jetzt erstmal wieder zu dir. Und dann gucken wir bei dir in der Stadt. Oder soll ich jetzt auf der Strecke nochmal irgendwo anhalten? Ja, wenn ich weiß nicht, ob wir da jetzt einen Toolshop hatten zum Beispiel oder sowas in der Art. Ein Toolshop? Sag jetzt mal. Boah, richtig nur querfeld eingebügelt, ne? Würde ich jetzt einfach mal hier einen Waypoint. Fahr einfach mal ein bisschen anders zurück und dann werde ich schon irgendwas finden. Ein Plan? Das ist ein super Plan, dankeschön. Ja, gerne. Und wenn nicht, dann bauen wir uns halt da mal ganz nebenbei nochmal so eine kleine Base und für die nächste Horde, die ja demnächst irgendwann kommt. Das ist ja kein Problem, macht ja auch Spaß. Minimalistisch denken. Im schlimmsten Fall. Essen. Ja. Ja. Es ärgert mich schon so ein bisschen. Es war aber fast klar, dass das passiert irgendwie. Bestimmt anderen Leuten mal wieder klar. Hinterher ist man ja immer schlauer. Nee, kann ja mal vorkommen. Mein Gott, gibt Schlimmeres. Nee, okay, eigentlich nicht. Ist der so schlimmer jetzt eigentlich nicht mehr. Aktuell. Also wenn sie jetzt unsere Base jetzt auch noch sprengen würden. Mit dem Geist deines toten Mopeds. Okay, gut. Das wäre noch schlimmer. Jetzt drehst du ein bisschen durch. Aber was anderes würde mir jetzt gerade nicht mehr einfallen. Übrigens, in Müll kann man, glaube ich, auch hier Scrap Wire finden. Oder wie das heißt, Metal Wire. Scrap Cable. Scrap Cable, das kannst du aber auch nicht herstellen, ne? Nee, kannst du nicht, ne. Immer dieselbe Soße. Ja. Ja. So, jetzt. Achso, da ist ja nichts drin. Ja, mein Plan für die nächste Horde wäre ja, diesen Bunker zu finden. Ja, toll, ja. Meiner auch. Also es wär schon schön, so einen Bunker zu haben. Mhm. Nur groß sagen. Würde mir fallen, weißt du, hier? Mhm, mir auch. Born and Noble. Ja, war schon drin. Gut, bin weiterhin auf dem Weg, ne? Ja, das ist die Zeit, halt gut. Ne? Also, was soll mir schon passieren, ne? Sei ja hin und her und hin und her und hin und her. Wir machen wieder nur Mist hier. Oh, guck sie die ganze Zeit mit der Kiste rum. Oh. Das ist ja mal ein Berg. Kurz mal anhalten. Nachtrinken. Weiter geht's. So. Hab die Base schon mal angefangen, die wir hier bauen? Mhm.
bin gespannt. Ich hab natürlich, was soll ich jetzt sagen? Minimalistisch. Ja, ja, minimalistisch. Vielleicht wirst du dich ein bisschen freuen. Mhm, na klar. Mal gucken. Freue mich doch immer. Davon gehe ich aus. Jetzt haben wir eigentlich schon so ein Enforcer-Book, wie heißt das hier? Enforcer Magazine? Ich bin der Meinung, ja. Haben wir das schon, okay. Such doch mal nach Magnum. Dann müsstest du das ja wissen. Achso, geile Idee, ja. Mhm, ja, dafür bin ich bekannt. Kein Problem, gerne. Pfeife im Ohr. Mhm. Tinnitus. Ja, stimmt. Also, kannst du ich bauen? Hab ein, ja. Ich habe einen Tinnitus im Auge, ich sehe überall nur Pfeifen. Ah! Alter, manchmal. Alter, Freund, ne? Der geht so ab, der Typ, weißt du? Und dann sagst du ja, boah, kommt nicht mehr dahin, doch. Haut er noch so ein Ding raus. Haut der noch so ein Ding raus. Haut der so ein Ding raus. Kurz vorm Feierabend. Oh. Apropos Feierabend, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist mal wieder soweit. Ich spüre es in meinen Lenden. Die Folge ist vorbei. Inkontinenz ist übrigens halber, Leute, ja. Also gebt euch nicht auf. Ja. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat. Irgendwie einen Mitleidsdaumen für mein Bike. Und ich würde sagen, rest in peace, oder? Rest in peace. Moped. Moped, genau. Wir sehen uns nächste Woche. Nee, Quatsch, nächste Woche. Ach, nee, irgendwann. Wir sehen uns morgen, okay. Wir sehen uns morgen. Ich merke mir das nie und möchte es nicht. Musst du ja nicht, dafür heißt du mich ja. Danke, Schröbi. Bis dahin. Kein Problem. Auf Wiederhören. Wiedersehen.